Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kay und ich bin dankbar, dich bei dieser geführten Meditation begleiten zu dürfen, damit du dich mit deinem wahren Selbst verbindest. Verwende diese geführte Meditationstechnik, um dich mit deinem wahren Selbst zu verbinden, dein volles Potenzial auszuschöpfen und dein wahres Selbst zu leben. Ich lade dich ein, dich an einen ruhigen Ort zu begeben und es dir bequem zu machen. Du kannst sitzen oder liegen. Wenn du deine Position gefunden hast, schließe deine Augen. Und wenn du möchtest, richte deinen inneren Blick auf die Mitte deiner Stirn, dein drittes Auge. Verbinde dich mit deiner Atmung. Und mit jedem Atemzug spürst du, wie sich dein Körper entspannt. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deine Füße und lass ein Gefühl der Entspannung deine Füße erfüllen. Deine Füße fühlen sich schwer, entspannt, aber auch frei und leicht an. Entspanne deine Unterschenkel, deine Knie. Entspanne deine Oberschenkel. Lass die Anspannung der Muskeln deiner Beine vollständig los. Entspanne deine Hüften, dein Becken, deine Po-Muskulatur. Spüre, wie sich dein unterer Rücken und auch dein Bauch entspannt. Lass deine Atmung tief in deinen Bauchraum hineinfließen. Atme ein, dein Bauch wölbt sich. Atme aus und spüre, wie dein Bauch sich senkt. Spüre die Entspannung in deiner Brust, deinem oberen Rücken. Du fühlst dich so sehr entspannt. Entspanne deine Hände von den Fingerspitzen bis zu den Handgelenken. Entspanne deine Arme, deine Ellbogen, deine Arme sind locker und gleichzeitig schwer. Entspanne deine Schultern, entspanne dein Gesicht. Dein Kiefer, dein Nacken. Spüre, wie sich dein ganzer Körper tief entspannt. Und nun richte deine Aufmerksamkeit nach innen, nach innen. Um dein wahres Ich zu finden.
was ist dir wichtig in deinem Leben? Nimm dir nun ein paar Minuten, um darüber nachzudenken. Verbinde dich mit deinen Werten. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Deine Werte bilden einen Teil deiner Essenz. Wenn du deinen Werten treu bist, dann werden deine Werte dein Verhalten bestimmen. Wenn du Wert auf Ehrlichkeit legst, spiegelt sich das in deinem Leben wider, indem du ehrlich bist. Wenn dir Familie wichtig ist, spiegelt sich das in der Zeit wider, die du mit deiner Familie verbringst. Denke darüber nach, wie deine Werte Teil deines täglichen Lebens sein können. Nun überlege, was dich sonst noch zu dem macht, was du wirklich bist. Um dein authentisches, wahres Selbst zu finden, darfst du lernen, wer du wirklich bist. Dein authentisches Selbst ist dein wahres Ich. Dein wahres Selbst bist du in deiner wahren Essenz. Dein authentisches Selbst ist dein Kern. Die Person, die du sein kannst, wenn dich nichts mehr zurückhält. Wer bist du? Wer bist du jetzt in diesem Moment? Es ist in Ordnung, wenn du dir nicht sicher bist, wer du bist. Überlege dir, welche Dinge du normalerweise tust. Stell dir vor, du beobachtest dich, wie du deinem Alltag nachgehst. Stell dir vor, wie du morgens aufstehst, wie du deinen Tag verbringst. Stell dir vor, wie du all das tust, was du normalerweise tust. Welche Rollen bedienst du?
Bist du Kollegin, Nachbarin, Freundin, Tochter, Mutter, Chefin? Stell dir all die Rollen vor, die du täglich bedienst. Du weißt tief in deinem Herzen, dass du in jeder Rolle anders bist. Du weißt, dass du als Nachbarin anders bist als liebevolle Partnerin. Du weißt, dass du als Kollegin anders bist als Freundin. Okay, alles ist okay, so wie es gerade ist. Nun stell dir vor, du stehst in einem leeren Raum. Und stell dir vor, du kannst all diese Rollen, diese Aktivitäten von dir abstreifen. All die Dinge, die dich davon abhalten, du selbst zu sein, du kannst sie alle abstreifen. Stell dir vor, wie Selbstzweifel verschwinden und durch Selbstvertrauen ersetzt werden. Stell dir vor, wie all die Dinge, die deinem Erfolg, der Fülle, deinem Wohlbefinden im Weg stehen, verschwinden. All der Ballast aus der Vergangenheit, der Mangel in deinem Leben, all das, was dich in irgendeiner Weise zurückhält, dein wahres Selbst zu sein und zu leben. All das schmilzt dahin wie Schnee in der warmen Frühlingssonne. All diese Probleme, all die Hindernisse, all die Blockaden, die negativen Gedanken, all das verschwindet. Nun stehst du da, in dem leeren Raum. Wer bist du, wenn all diese Blockaden, all die Hindernisse weg sind, all die Rollen, all die Anforderungen, all die Erwartungen, all die Verpflichtungen, wenn all das weg ist? Wer bist du? Du bist du. Du bist rein. Du bist Liebe. Du bist Hoffnung. Du bist Licht.
bist. Und selbst wenn du im Moment noch kein klares Bild vor Augen hast, lass es so sein. Es ist okay. Vielleicht hilft es dir, daran zu denken, was dich glücklich macht, was dich motiviert, was dich interessiert, was dich inspiriert. Denke daran, was du alles tun würdest, wenn es keine Ängste, keine Zweifel, keine Sorgen, keine Limitierungen, kein Wenn und Aber und was wäre, wenn gibt. Denke an deine Energie, wenn nur noch du, dein wahres Selbst und dein Weg wichtig sind. Wie fühlst du dich? Bist du ruhig, entspannt, voller Energie? Wie bist du in deiner wahren Essenz? Bist du kreativ? Bist du inspirierend? Was macht dich glücklich? Was macht dir Spaß? Um noch eine Ebene tiefer zu deinem wahren Selbst vorzudringen, verbinde dich mit deinem inneren Kind. Sieh für einen Moment die Welt durch die Augen deines jüngeren Ichs. Was waren deine Träume als kleines Mädchen? Welche Hoffnungen hattest du? Welche Sehnsüchte? Die Hoffnungen und Träume, die du als Kind hattest, waren ganz eng mit deinem wahren Selbst verbunden. Wovon hast du als Kind geträumt? Und nun stell dir so detailliert wie möglich dich vor, so, wie du sein möchtest. Stell dir deine Version 2.0 vor. Die Version von dir, die mit deinem wahren Selbst verbunden ist. Wie bist du? Was tust du?
Was schätzt du? Was motiviert dich? Was inspiriert dich? Wie verbringst du deinen Tag? Was ist dir wichtig? Dieses Bild, das sich nun formt, verbunden mit den Gefühlen, die dabei auftauchen, der Hoffnung, der Zuversicht, der Freude, des Friedens, das ist dein wahres Selbst. Das bist du im Innersten. Unter all den Hindernissen, all den Erwartungen, all den Verpflichtungen, all den Verantwortungen, all den Sorgen und Ängsten und Zweifeln. Das bist du. Du bist immer da. Du kannst dich jederzeit für dich entscheiden. Du bist es wert, dir zu erlauben, du zu sein. Du hast es verdient, zu strahlen wie der hellste Stern des Universums. Du musst nicht noch mehr leisten, noch mehr tun, noch mehr sein. Du bist schon. Du bist du. Sei dein wahres Selbst. Spüre ein Gefühl der Ruhe, der Gelassenheit, der Sicherheit. Der Verbundenheit, der Dankbarkeit, der Erfüllung und der Freiheit. Du weißt, wer du bist. Du bist du. Du bist immer da und du kannst dein wahres Selbst mit in deinen Alltag nehmen. Und je mehr du von deinem wahren Selbst zeigst, desto mehr Fülle und Erfüllung kommt in dein Leben. Du warst schon immer du. Du bist immer du und du wirst immer du bleiben. Du bist eine strahlende, liebende Persönlichkeit. Du bist Veränderung. Du bist nun ist es an der Zeit, wieder ganz bewusst in diesen Moment und zu deinem Körper zurückzukehren. Nimm das Bild deines wahren Selbst mit in den Rest deines Tages, in jeden Tag, in jeden Moment. Erlaube dir, ganz du selbst zu sein. Atme tief ein und bewege deine Zehen, deine Finger, deine Füße, deine Hände,
deine Beine und deine Arme. Atme aus. Atme ein, spüre, wie deine Muskeln langsam wieder aufwachen und dein ganzer Körper von Energie erfüllt ist, von deinem Strahlen, von Liebe. Atme ein, öffne deine Augen, atme aus. Atme ein, komm ganz langsam und bewusst in deiner Umgebung an. Atme aus. Du bist du. Du bist wundervoll und einzigartig. Danke für deine Verbundenheit. Danke für dein Sein und dein Wirken. Namaste.